Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu In Between. Ich habe es geschafft, hier nach unten zu kommen. Und es war tatsächlich relativ einfach, wie ihr seht. Ich habe es so gemacht wie beim allerersten Mal, als ich hier war. Ich bin einfach dann nach links rüber, da wo jetzt dieses Ding pulsiert, und bin gemütlich runtergelaufen. Ich glaube, das ist der Trick dabei. Ich war einfach viel zu hektisch beim ersten Mal. Bin gemütlich runtergelaufen, ungefähr da, wo der schwarze Knubbel von dem Vordergrund ist, und habe mich einfach nach rechts fallen gelassen. Ja, das war's. So einfach kann's sein. So einfach kann's gehen. Ich war nur viel zu hektisch vorhin, beziehungsweise letztes Mal. Und hier übrigens auch, aber zum Glück hat das gerade noch so funktioniert. Wow, habe ich das gerade gut gerettet. Ich bin gerade irgendwie stolz auf mich. Das hat echt gut geklappt. Gut, jetzt ja nicht mehr so, aber wow, hat es gerade gut geklappt. Also ernsthaft, es war richtig gut. Ich war gerade richtig gut. Kann ich damit? Nee, kann ich nicht. Das passt leider gerade nicht so. Gerade so nicht. So, wie komme ich jetzt darüber? Ich glaube, es ist gedacht, dass ich hier hochgehe und dann hier runter. Boah, kann man machen. Und dann auf diese Plattform. Und dann einfach gemütlich hoch. Hey, das ist ja total einfach. Ist doch gar nicht schwer. So, hier rechts oben kriege ich eine Kiste wieder für hier. Die, keine Ahnung. Ah, da oben ist der rote Schalter, der links oben dann das Tor öffnet. Natürlich. Okay. Interessant. Ich kann jetzt also hier die Plattform verschieben. Geh mal da hoch. Und dann machen wir das Ganze so, ne? Genau. Einmal runter, einmal rechts. Und dann so. Yep. So gefällt mir das. Jetzt habe ich nur das Problem, wenn ich jetzt nach oben und nach rechts gehe und ihn dann nach unten fallen lasse, dann hole ich mir einen neuen. Das heißt, ich müsste jetzt zum Beispiel hier hingehen. Und dann funktioniert das auch. Interessant wird es jetzt, wenn ich da oben stehe, aber zum Glück ist das ein bisschen nach hinten versetzt, so dass ich da ohne Probleme. Was? Moment. Was? Ah, ich kann da einfach so machen, ne? Wie hole ich mir jetzt? Ich glaube so. Ja, ich glaube, ich mache das einfach so. Ganz gemütlich und langweilig. Stück für Stück das Ziel zu mir, ne? Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt, nee, andersrum, dann muss der Philosoph eben zum Berg gehen. Clarissas Geburt. Schon Tage vorher freute ich mich wie ein kleiner Junge aufs Geschenke auspacken. Peters Oh. Marienkäfer hing immer noch da. Ich war Was? 12, er 7. Wir teilten ein Krankenzimmer. Er starb an Leukämie. Ich überlebte. Und jetzt kam der größte Moment meines Lebens. Nach der Geburt ging ich zum Arzt. Die Diagnose überforderte mich. Ich hatte mir so viel für meine Familie vorgenommen. Und jetzt war ich das Problem. So blöd ich mich auch benahm. Sie fand mich immer wieder, egal wo ich mir mein Loch geschaufelt hatte. Wer findet wen immer wieder? Hallo? Redet eigentlich noch jemand mit mir? Oder bin ich für euch schon tot? Was passiert hier?
Und wer ist das da drüben? Das bin doch ich, oder? Das ist doch so eine... Und es ist nicht ganz synchron. Nein, das ist nicht synchron. Oh mein Gott, das ist nicht synchron. Es ist zumindest nicht symmetrisch. Klar, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig, ne? Oh mein Gott, ist das gut. Die Frage ist nur... Wie komme ich hier weiter? Was passiert, wenn ich... Es ist niemals ausreichend, nur an sich selbst zu denken. Okay. 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 Das heißt, die beiden Seiten... müssen beide... intakt bleiben. So, dann synchronisiere ich euch mal auf diese Weise. Ach, jetzt kann ich hier natürlich stehen bleiben und da weiterlaufen. Ah, okay. Ach was, wie gut. Der Schalter von dem macht jetzt hier unten. Oh mein Gott. Das ist so kompliziert. Ich glaube, wenn sie sich treffen, ist es zu Ende, oder? Ja, das hat mir vorhin ein bisschen rumgehangen. Ein bisschen lange geladen. Oh mein Gott, ich bin überfordert. Oh je. Ich frage mich ja ernsthaft, ob dann am Ende dieses Spiel nicht tatsächlich alles nochmal zusammenschmeißt und... Mein Vater als Clown. Clarissa hat sich nicht mehr eingekriegt. Warum haben Menschen für ihre Enkel immer so viel mehr Zeit und Liebe als für die eigenen Kinder? Ich frage mich ja, ob dann am Ende des Spiels nicht mal ein Level kommt, wo dann alle Elemente nochmal zusammenkommen. Ich glaube, die Vermutung spreche ich alle paar Tage aus, alle paar Folgen. Aber ich bleib dabei, ich fände es eigentlich ziemlich gut. Ach Gott, wie war das? Wer fällt schneller, diese Teile oder ich? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im ersten Moment holen die mich ein. Das heißt, ich müsste kurz warten, bevor ich rübergehe. Genau. Hier ist es dann andersrum, ne? Hier muss ich dann schnell rüber. Genau. Und dann, na, da haben wir uns auch schon. Ich wäre gern der Enkel meines Vaters gewesen. Der Enkel deines Vaters? Das ist irgendwie seltsam. Dann wärst du das Kind deiner Schwester. Also, wisst ihr, wie ich meine? Wenn es jetzt... Ups. Wenn man das mal nicht so philosophisch betrachtet, sondern so rein erbtechnisch, dann... Oder abstammungstechnisch, dann wäre das schon ziemlich seltsam, der Enkel seines Vaters zu sein. Aber ich weiß natürlich, was er meint. Das ist mir natürlich vollkommen klar. Gut, wie komme ich hier runter? Oh, so, ne? Ach was, guck mal. Ich bin ja da oben. Da unten. Und so. So ein bisschen ungewohnt, hier auf beides gucken zu müssen. Immerhin habe ich ja schon mal den halben Punkt. Was passiert jetzt hier? Bleibt es dann auch zu? Scheint so, ne? Gut. Wie komme ich dann jetzt zurück? Also wie treffen die beiden sich dann? Jetzt muss ich das Ganze nochmal durchmachen, ne? So wie das aussieht. So, einmal hier rüber. Ah, okay. Moment. Ich will jetzt erst hoch. Dann ein bisschen Platz gewinnen. Und hier rüber. Und dann ausrichten. Und dann haben wir uns. Ich muss ja sagen, so langsam... das ist knapp. So langsam gefällt mir das Spiel. So, wie komme ich jetzt... Wie komme ich da jetzt weiter? So.
Hm. So, irgendwie auch nicht. Hä? Ach so, natürlich. Nein, Moment. Ich komme doch da gar nicht raus, rechts mit dem Spiegelbild. Ah, jetzt hört die Plattform auf. Interessant. Aber wie komme ich hier links aus dem Loch raus? Ja, das ist schön, dass die jetzt hier ist, aber... Ach so, ich kann natürlich den hier machen, ne? Ah, ich glaube, ich verstehe es. Ich will hier runter und dann einfach hier rüberfallen. Oh Mann, das war ja viel zu einfach eigentlich. So, einmal speichern. Ich sagte speichern. Dankeschön. Ich dachte schon, das wäre die Dunkelheit. So, einmal weiterfahren. Aber wie komme ich jetzt... Ach so, haha, da unten ist natürlich ein Schalter. Natürlich. Hey, komm in meine Arme, Spiegelbild. Wenn ich einen Wunsch frei hätte. Ich würde gerne sehen, wie Clarissa erwachsen wird. Ich möchte sie nicht als kleines Kind zurücklassen. Oh, ich gucke ja gerade immer... Ich weiß, dass sie schon ein Bild für mich gemalt hat. Papa als Superheld. Ich wollte gerade sagen, ich schaue ja hier die ganze Zeit nur nach... Nur nach links. Auf der ich eigentlich... Auf den, der ich eigentlich bin. Aber zum Glück ist das gerade noch... Relativ symmetrisch. Oder eigentlich, was heißt relativ symmetrisch? Es ist einfach symmetrisch. Gerade das Level. Von daher passt das. Und da sind wir. Und wir sehen uns gleich wieder hier. Yay. Es laggt immer so ein bisschen, wenn wir uns treffen. Ich frage mich, was das... Ich habe es Linda gesagt, dass ich das Bild mitnehmen möchte. Auf die andere Seite. Was das darstellen soll, dieses Spiegelbild. Soll es ich selbst sein? Oder wer oder was ist das? Ich weiß es nicht. Machen wir hier mal auf. Und dann... Ah, dann kann ich hier jetzt drüber gehen. Ach was, okay. Jetzt kann ich den da... Wow! Aber wenn ich jetzt nach links falle, dann falle ich nach rechts. Das heißt, ich muss hier erstmal gemütlich durchgehen. Dann kann ich das hier tun. Und dann... kann ich mir den da holen. Wobei ich hier... Ach so, nee, das ist ja gar kein Problem. Ich will den ja hier haben. Den Würfel, um hier durchzukommen. So, jetzt einmal... Ach, verdammt. Die Steuerung ist natürlich spiegelverkehrt an dieser Stelle. So, wie komme ich jetzt hier oben durch? Auf der nicht gespiegelten Seite. Mache ich das hier gerade alles richtig oder bin ich da viel zu kompliziert? Nee, das passt schon. Oder? Okay, das wäre tödlich. Ich schaue einfach mal, wie weit ich komme. Ich kann hier gemütlich weiterlaufen. Okay. Bleibst du bitte da? Bleibst du bitte hier? Warte mal, ich glaube, ich muss mal hier da reingehen. Und dann kann ich hier nämlich den da machen. Genau. So funktioniert das. Wunderbar. Ich kann hier mit dem grünen Feld mich links festnageln auf eine Gravitationsrichtung.
und dann einfach mit dem Fallen mein Spiegelbild gemütlich hin und her fallen lassen, da wo ich es hin haben will. Hier sind ja keine Stacheln, auf die ich aufpassen müsste. Und wenn wir uns jetzt hier wieder treffen, mein Spiegelbild und ich, dann ist diese Folge zu Ende. Denn die ist auch schon wieder viel zu lang. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in diesem neuen Abschnitt verhandeln. Das ist dann die dritte Phase, wenn man mit dem Tod wohl verhandelt. Um, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen was rauszuschlagen oder so. Ich weiß es nicht, vermutlich schon. Ja, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.